Was kommt denn? Gewitter? Oh! Säurering! Das hat keiner überlebt. Keiner. Hey Leute, was geht? Kann dir mal Spielbär zu geben? So Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Und ihr habt es schon im Titel gesehen, wir müssen heute einer Naturkatastrophe entkommen. Wir spielen hier Natural Disaster Survival oder so. Und ja, wir wollen entkommen oder besser gesagt überleben. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Wir sind im Glass Office. Okay, es kommt irgendwas. Ihr könnt es hören. Und Leute, falls ihr euch wundert, warum ich immer noch so rede. Ja, das ist immer noch, ich produziere ja vor oder wir produzieren ja vor. Und ich war heute Morgen beim Zahnarzt und meine linke Seite ist betäubt. Ja, und falls ihr wissen wollt, was so bei mir abgeht, könnt ihr ja sonst Insta abchecken. Kan-XY, wie es hier halt ist. Na, nur ohne die zwei. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt in diesem Tornado... Oh nein! Vielleicht hätte ich unten bleiben sollen. Wobei, dann wäre wahrscheinlich alles auf mich gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein! Nein! Wie? Ich bin direkt gestorben? Nicht dein Ernst! Ich lebe doch noch. Ja, ich lebe noch. Aber ohne Haare. Anscheinend. Die Haare hat es auf jeden Fall weggeweht. Meine Galaxy-Haare. So, ich bleib mal weg vor dem Tornado und ihr könnt es hier sehen. Der lacht hier. Kriegt da eher Angst. Aber den Tornado können wir halt nicht gut sehen, dass er nicht bei uns in der Nähe ist. Warum meine Haare jetzt auch weg sind, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier kann man aber länger überleben auf jeden Fall. Es gibt hier verschiedene Natural Disasters. Also es kann auch blitzen, es kann regnen, es kann neblig sein. Das ist jetzt halt ein Tornado, eine Naturkatastrophe und wir versuchen zu entkommen. Okay, wir haben überlebt. Survived a disaster. Sehr schön. Sind meine Haare denn wieder da oder sind die immer noch weg? Warum sind denn meine Haare jetzt auf einmal hier weg? Bei meinem Skin. Prison Panic. Okay, im Gefängnis. In einem Gefängnis müssen wir einem Naturdesaster entkommen. Okay. Wir folgen jetzt mal der Masse hier. Ah, okay. Und wir verlieren sozusagen in jedem Level an Leben, weil, ihr könnt es sehen, oben rechts. Oh, oh. Los, los, ab nach oben. Aber was kommt denn? Ein bisschen Angst habe ich schon. Flash Flood, Seek High and Stable. Okay, es gibt eine Überschwemmung. Anscheinend. Also ist gut, dass wir schon mal oben sind. Ah, deswegen sind meine Haare weg. Ach so, ja, weil ich verletzt bin. Oh, da ist die Überschwemmung. Oh, könnt ihr es sehen? Ich bin hier eigentlich hoch. So, natürlich noch weiter nach oben am besten. Oh. Sind wir die Einzigen, die überlebt haben? Nein. Ich habe das Gefühl, ich sabber die ganze Zeit, ehrlich. Habe ich letztens in dem Video schon gesagt, aber ist wirklich so. Yes! Okay, da haben einige überlebt. Anscheinend ist die Überschwemmung nicht die Naturkatastrophe, die jetzt wirklich herausfordernd hier bei dem Prison Escape war.
Da können wir es nochmal sehen. Okay, die haben sich alle verkleidet. Ich habe noch mein altes Outfit an. Raving Raceway. Raceway, okay, alles klar. Also hier geht es anscheinend um eine Strecke. Die Frage, können wir halt hier mit rumfahren, oder? Ja. Ich fahre ein bisschen rum. Ey! Ey! Stop it! Nee, komm ey, das wird mir hier zu hart. Das Wetter sieht auch schon nicht so doll aus, um ehrlich zu sein. Aber was ist es denn? Soll ich mich verstecken oder eher... Blizzard! Oh. Schneesturm. Was denn, wenn ich hier einen Blizzard verliere, ich da Leben? Ja. Okay, das hätte ich mir mal sagen müssen. Okay, dann bleibe ich hier einfach im Tunnel. Kein Problem. Dauert das denn noch? Ach, komm schon. Boah, das sieht echt nicht schön aus. Was hast du denn noch da draußen? Hey, auch diese Naturkatastrophe haben wir überlebt. Ja, also wir haben doch auch schon überlebt hier. Okay, mal gucken, was uns jetzt als nächstes erwartet. Trailer Park. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen nach da ganz oben kommen irgendwie. Oder halt auch nicht. Ich würde erst gerne wissen, was kommt. Dementsprechend würde ich mich im Haus verstecken oder nach oben gehen. Ich gehe jetzt mal alibimäßig nach oben. Ich kann fliegen. Was kommt denn? Gewitter? Ah! Säurering! Ja, klasse! Ich wusste es doch! Ich hätte aufpassen müssen, ich hätte reingehen sollen. Oh, toll! Ich bin mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Anscheinend nicht. Warten wir einfach auf die nächste Runde und da machen wir dann nochmal mit. Das hat keiner überlebt. Keiner. Also Acid Rain ist anscheinend hier die Naturkatastrophe, die einfach keiner überleben kann. Ich finde, so sehe ich doch wieder ganz, ganz schnieke aus mit den Galaxy-Haaren. Na, okay. So. Wir sagen, eine Survival-Runde machen wir noch. Also so eine Naturkatastrophe. Launchland. Oh, Raketenstation. Ich würde natürlich jetzt erstmal gerne wissen. Na komm, ich gehe alibimäßig jetzt erstmal nach oben.
Kann man auch in die Rakete? Ja, kann man. Gibt es keine Naturkatastrophe? Anscheinend nicht. Oder Vulkanausbruch. Ja. Oh, ich habe mich erschrocken. Die Rakete ist noch. Oh, ich hätte mich in der Rakete verstecken sollen. Oh Gott. Warum denn Vulkanausbruch? Oh, ja, zum Glück war ich nicht in der Rakete, sage ich da mal offen und ehrlich. Die Rakete ist anscheinend gestartet. Aber hier kann man sich trotzdem ganz gut verstecken. Jetzt ist er da beim Vulkan. Guck euch die Rakete an. Oh, kein Überlebender mehr. Leute, was sagt ihr zu Nashville Disaster? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Gar kein Problem, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und schaut auch gerne auf Insta vorbei. Ciao, euer Karl.